Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir finden das gut, wenn alle Informationen, die hier vorliegen, zum NSU-Komplex auf den Tisch gelegt würden, wenn es denn der Wahrheit dient und nicht der Bestätigung irgendeines Dogmas. Die Anhänger von Standgerichten und Vorverurteilung und die Mitglieder des Hilde-Benjamin-Fanclubs darf ich darauf hinweisen, dass der NSU-Prozess noch gar nicht stattgefunden hat. Darauf hat ja auch gerade der Wirtschaftsminister hingewiesen. Die Bundesanwaltschaft protzt zwar mit einer Anklageschrift von über 500 Seiten, die Beweise scheinen aber doch sehr dünn zu sein, sonst wären die erbärmlichen Mätzchen nicht notwendig, zu denen man im Augenblick Zuflucht nimmt. Da werden Zeitungsartikel lanciert, wonach sich die angeklagte Zschäpe, Angeklagte, noch nicht verurteilt, noch nicht erschossen, angeklagte Zschäpe, über ihre Anwälte beschwert habe, und zwar bei Kriminalbeamten. So soll Misstrauen gesät werden zwischen Mandantin und Verteidigern. Eine Taktik wie aus dem Stasi-Handbuch. Die Rechte der Verteidigung werden missachtet. Ich zitiere den Rechtsanwalt Wolfgang Heer aus Spiegel Online vom 10.11.2012. Es ist skandalös und respektlos gegenüber der Mandantin und ihrer Verteidigung, dass der Generalbundesanwalt die Öffentlichkeit über den Inhalt der Anklageschrift informiert, die nicht förmlich zugestellt wurde und der Verteidigung demzufolge nicht bekannt ist. Faire Prozesse sehen anders aus und eine Anklagebehörde, die sich ihrer Sache sicher ist, genauso von einer Täterschaft der drei sogenannten NSU-Mitglieder und Verdächtigen kann man nur ausgehen, wenn man die BRD-Sicherheitsorgane für dümmer hält, als die Polizei erlaubt. 40 Spitzel von 120 Mitgliedern im thüringischen Heimatschutz, wo die drei zunächst politisch tätig waren, auch in den folgenden Jahren ständig Spitzel in ihrer Umgebung. Um Andrea Röpke mal eine Freude zu machen, der todesmutigen investigativen Journalistin, zitiere ich sie auch hier. Bayerische Staatszeitung vom 30.11.2012, von V-Leuten diverser Landesämter regelrecht umzingelt seien die drei Leute gewesen. Wie sollen terroristische Akte denn unter diesen Umständen machbar sein? Absolute Dummheit der Sicherheitsbehörden, bewusste Duldung oder gar Förderung? Soll hier irgendwas anderes hinter einer Legende verborgen werden? Die zahlreichen Aktenvernichtungsaktionen und auch die Seltsamkeiten wie der kleine Adolf vom Hessischen Verfassungsschutz, der zufällig anwesend war, als einer der Morde geschah, das hätten wir auch gern aufgeklärt. Deshalb stimmen wir dem Antrag zu. Und falls die überforderten BRD-Sicherheitsbehörden verzweifelt sich fragen sollten, wie richtige Polizeiarbeit geht, empfehle ich einen Blick nach Polen. Da wurde Anfang November dieses Jahres eine Person festgenommen, die einen Anschlag auf das Parlament plante. Wie hat der polnische Inlandsgeheimdienst den geschnappt? Der Mann hat im Internet Texte veröffentlicht, in denen er Anders Breivik lobte. Er war Kunde beim gleichen polnischen Chemieversandhandel wie Breivik. Er hatte auch selbst Zugang zu Düngemitteln, aus denen man Sprengstoff machen kann, an seinem Arbeitsplatz in einem landwirtschaftlichen Institut. Das reichte, schon das reichte, die paar Hinweise, um ihn zu beobachten und dann festzunageln. Das war nicht mal eine besondere Glanzleistung. Sowas schafft ein Nachrichtendienst mit der Beurteilungsnote 3. Wieso schaffen das die BRD-Nachrichtendienste nicht, obwohl sie doch viel mehr Hinweise hatten und auch da viel mehr Spitzel und viel mehr Möglichkeiten, das zu stoppen? Bundespräsident Gauck sagte jüngst, Polen seien fleißiger als Deutsche. Dagegen würde ich mich verwahren, aber bei Geheimdienstlern könnte er recht haben. Der hätte auch noch hinzufügen müssen, intelligenter. Dover, fauler oder zweite Alternative böswilliger als der BRD-Verfassungsschutz kann man gar nicht sein. Bitten Sie doch die Polen um ein paar Ihrer Leute, das müssen doch nicht mal die Spitzenleute sein, irgendein normale polnische Nachrichtendienstler, die könnten dann die Untersuchung übernehmen. Bei denen könnte ich auch hoffen, dass was dabei rauskäme, die werden auch nicht so voreingenommen. Bitten Sie in Warschau um Hilfe, Sie selber bringen ja nichts zustande. Vielen Dank. Applaus